wieder frische Haare, sieht irgendwie anders aus. Ja, also meine Frisur hängt sehr davon ab, wie ich geschlafen habe. Also das Ding ist halt, wenn ich quasi, normalerweise liege ich halt immer mit einem Arm so unterm Kissen und dann den Kopf drauf, aber manchmal liege ich auch anders und dann, wenn ich auf dem Rücken liege, ist meine Frisur halt hinten anders. Und wenn ich heute so geschlafen habe, dann sieht meine Haare halt dann irgendwie anders aus, I guess. Aber beim Friseur war ich nicht, um deine Frage zu beantworten. Unser Schuppen ist weggeflogen. Yo, what the fuck? Weggeflogen? Alles wild. Also hier in Berlin bei Spandau ist es wolkig und leicht windig. Kann ich bestätigen. Gute Formulierung, Matt. Sehr gute Formulierung. Ey, moin Marcel. Ey, ich weiß aber, diese Ahri-Picks, die werden jetzt so viel populärer. Und generell ist sie auch wirklich not bad, der Champion. Ganz zwar Faker sieht wieder gespielt hat in seinem tausendsten Game, aber das ist eigentlich sein tausend und erstes war es ja. Trotzdem ziemlich hype. Generell, Ahri, kann mir vorstellen, dass sie so den Platz von LeBlanc einnimmt, dieses Pick Midlaners, der sehr dominante Laning-Phase agieren kann und dann tendenziell auch gut scalen kann. Besser vielleicht als einige andere Champs. Mal sehen. Ich würde echt gerne Renata mal in deinen Spielen sehen. Ja, aber die ist ja wirklich aufs Gebannt geworden. Weil einfach Leute, sie ja wirklich permanent, also ist ja oftmals am ersten Tag, wenn ein Champion rauskommt, so, dass Leute einfach nicht gegen sie oder mit ihr spielen wollen, dann wird sie einfach gebannt. Wir picken mal hier den Sultan. Den Sultan Tryndamere. Spielst du auch Wild Rift Tolkien? Ja, ich habe ein paar Runden gespielt, aber nicht wirklich häufig, ne. Ein paar Runden habe ich gespielt. Tausend Games diese Saison. All in all hat er doch weit mehr, oder? Nee, tausend Games competitive, nicht diese Season. Tausend Games competitive Games, nicht Solo-Queue Games. Das ist schon sehr, sehr viel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Faker war der zweite Spieler in Korea, der 500 Wins hatte, 500 Games. Und der erste mit 600. Jetzt ist er, glaube ich, auch der erste mit 1000. Ziemlich sicher. Ja. Weil das ist wirklich eine Menge. Kooperation, auf die du richtig Bock hättest, Staubsaugroboter. Wenn du mir das klar machst, Mate, Wiglord, dann rein da. Wie ist die Chance gegen Eintracht Frankfurt heute? Win ist drin, oder? Wie ist die Chance gegen Eintracht Frankfurt heute? Win ist drin. Wir spielen heute nicht. Heute ist LEC. Scheinbar spielen wir gegen Eintracht Frankfurt als nächstes. Das wäre dann aber frühestens am Montag. Aber heute haben wir eine NNO-Besprechung um 18 Uhr oder so angesetzt. Und dann mal gucken. Aber ja, wir spielen heute nicht. Von daher, weiß nicht. It's not. Spielen nicht. Heute ist ganz normaler chilliger LEC-Tag, so wie eigentlich jeden Freitag. Montag 20 Uhr gegen Frankfurt, Tolkien. 22 Uhr, das ist natürlich spät. Aber alles klar, danke dir, Matt. Montag 22. Honestly, das einfach die Blade gehen. Es war zu cocky eigentlich normalerweise gegen Tryndamere mehr, gegen Sion, aber whatever. This will be a slaughter. 100 Bits einfach, weil ich eine Brückenstories feier. Ey, danke dir, Mate. Freut mich, dass sie dir gefallen. Die machen auch mir eine Menge Freude und es ist ganz cool, so ein kleines Ritual zu haben. Weil ich bin nicht der beste Twitter-Instagram-Nutzer.
Und das ist ganz cool, wenn man einfach quasi so einen Grund hat, eine Story zu machen, weil man halt darüber läuft und es so zu einem Art Ritual wird quasi. Wie heißt eure Liga? Prime League. Unsere Liga heißt Prime League hier in der Dachregion für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Leider ist unsere Liga nicht groß genug, dass wir ein einzelnes Land wären, sozusagen. Nicht so wie bei, ist ja so crazy, denn selbst Polen hat eine eigene Liga und die haben einfach schon zweimal EU Masters gewonnen oder so. Dabei sind es ja so viel weniger Spieler in Polen im Vergleich zu Österreich, Deutschland, Schweiz und auch Frankreich, Spanien. Aber ja, die europäischen Regionen, die ja zusammengefasst sind in League of Legends, sind ja quasi die Balkanregion. NLC ist quasi Großbritannien plus Skandinavien und dann auch die Dachregion halt. Der Rest hat alle eigene Ligen. Spanien, Frankreich, Polen. Was bleibt noch übrig? Achso, eigentlich schon, oder? Portugal hat sogar eine eigene Liga. Actually, Portugal hat sogar eine eigene Liga. Aber die sind ziemlich irrelevant. Italien hat auch eine eigene Liga, aber die sind auch ziemlich irrelevant. Aber die Portugiesen spielen ja immer gegen die Spanier, den Iberia Cup. Und der ist ziemlich hype im Winter. Der hat mir früher mal richtig viel Spaß gemacht, so zu gucken. Gerne geguckt. Oh, ich dachte, Crit ist frech. Er flasht einfach. Okay. Der Angst vor mehr Crits. Durchaus nicht zu Unrecht. Alter, der Sultan-Skin ist ja so cool, hä? Die Autotags sehen ja so, smooth aus. Noch besser als der König drinne mehr Skin, der Sultan drinne mehr. Danke dir, Psyops, für deinen Sub bekommen. Danke dir. Baust du hier Hullbreaker? Ich könnte natürlich. Vielleicht. Weißt du was? Wir können es mal kaufen. Ich glaube aber nicht, dass ich es so gut finde. Warum nicht einfach Gelfos Navogis? Ich bin so OP. Auch in Teamfights dann. Sonst immer tiefer als einfach Ahri oder Karthus oder Jhin töten, also. Kannst einfach mal kaufen, um es gekauft zu haben. Aber im Endeffekt ist es, lohnt sich jetzt eigentlich so sehr zu kaufen, um es gekauft zu haben, weil wir eh wissen, was Items macht. Wir pushen halt Türme dann schneller und haben weniger Attack-Speed. Aber ich werde schon tanky sein. Fuck, ich bin immer schlechter darin, in den Minutes wirklich drin zu stehen, um zu lasten. Das mache ich teilweise echt bad. Mit dem E. Ich muss ein bisschen weiter reinlaufen, als ich mir immer denke. Ich denke immer, es reicht, aber ich muss immer noch ein Stück tiefer gehen. Ist tatsächlich nur der Tower-Push. Ja, der Tower-Push und halt sehr effiziente Stats, klar. Aber Galefos bietet auch insane gute Stats. Aber klar, dass du halt so tanky wirst mit Armor und Magic Resist, natürlich nicht nur für Tower Pushen gut, sondern auch gerade für Fights. Oh, das ist einfach nur sad. But this shit. Der Action noch Flash und. Nice. Oh! Kannst du die Bombe hineinmachen? Ich geh jetzt einen Pentakill. Bitte geh nicht rein, geh nicht, geh weg. Oh, gut, jetzt wollen wir rein. Gut, this Ray. Gut. Doppeltes erste Top-Lane, aber er hat natürlich TP. Die WF sah jetzt nicht so insane für mich aus. Ja, man, wir bei den Kanälen gemisst. Dann haben wir gesagt, wir gehen Hullbreaker jetzt, ne? Ich bin jetzt nicht Berserkers gegangen. Wir gehen jetzt actually Hullbreaker. Wir sehen noch, wir sollten aber Berserkers Hullbreaker gehen. Eigentlich. Auch irgendwo Attack Speed. Auch der Movement Speed ist ja so wichtig für Tründer mehr. Ich glaube, mit Berserkers und ganz normalem Tründer mehr Bild könnte ich den Zahn einfach diven, so Level 7. Also kommt drauf an, was er kauft, aber ungefähr. Lux ist stark, sollte leider auch einen Kill bekommen, aber für mich ist nicht schlimm. Ich bin da so weit in CS vorn, dass es quasi goldtechnisch nicht nachteilig für mich ist. Wird zwar tanky werden, aber das ist ja eh nicht zu verhindern.
War ich einfach tot? Oder doch nicht. 6 HP und jetzt können wir hoffentlich einen Double Kill dafür. Bam! Da sind die beiden nervig. Schade. Ich brauche unbedingt Movement Speed. So, jetzt zurück die. Ne, ist gar nicht zurück die Bild. Warte, ist nicht mehr gestorben, ich bin dumm. Ich danke dir, alles klar, MC, für deinen Sub. Willkommen, Mann. Danke dir. So, wir müssen jetzt Hallbreaker dann wirklich Kopf durch die Wand. Gucken, wie sich's anfühlt. Aber ich glaube, ich werde wieder ein größerer Fan von Krakenstern sein langfristig. Ziemlich sicher. Aber Limits müssen getestet werden. Mal gucken, was sich wirklich gut anfühlt langfristig. In einen Namfi! Vielen, vielen Dank für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Danke, ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Vielen, vielen Dank, mein Dude. Eigentlich würde ich davon ausgehen, dass Sam zu deinem zurück ulten sollte. Das andere ergibt nicht so viel Sinn aus seiner Perspektive. Fuck, der Kart ist ja so ein wilder Dude. Zurück die Pete. Ich bin ja so useless, Mann, ohne Berserkers. Ich will mich auch null bewegen. Ich hätte auch mit Highbreaker doch auch safe viel langsamer farmen als mit Berserkers. Kann ich auch Camps invaden und so. Wenn ich jemanden finde, kann ich die Person einfach töten gehen. Auch gerade wenn wir so an Chovy denken, hat Chovy auch meistens einen so Highbreaker frühestens als so drittes gekauft. Aber es ist gerade Highbreaker Rush Meter, also. Ich habe auch bereits gegen einen Trunner mehr gespielt, der das auch gemacht hat. Komplett gerusht. Aber wie gut sich's anfühlt, Hat ein sehr billiges Item, gell? Wenn ich halt noch zwischendurch Berserkers kaufe, dann geht der leichteste Item ja trotzdem extrem. Das ist not gut. Glaube ich, brauch's so lange, wenn ich jetzt so Gromp oder Bluebuff invaden würde. Dauert doch ewig. Ohne Attack Speed und ohne Movement Speed. Ah, ich hab auf jeden Fall genug Zeit zu Deepboarden und alles. Was hat Assist auf Diana bekommen? Er hat doch gar keine Ult abgehabt, also war er Botlane. Das ist der erste Wave, den ich nicht hardpush und zahlen, weiß das? Das ist ja crazy. Läuft nach vorne. Ah, ich hab gerade 3-mal in Folge gekrittet, 4-mal mit 40%. Einfach geil. Ah, ich bin halt so langsam, Mann. Normalerweise würde ich hier nichts verlieren mit Berserker Greaves. Ich wäre schneller hingelaufen, hätte das Ding vielleicht sogar schneller getötet, honestly, wenn ich die 800 Gold von Pickaxe in Boots hätte. Ist auch vergleichbares Gold. Verliere ich tatsächlich Minions für diesen Roam. Immer noch worth, aber könnte besser sein. Ja, ich glaube, ich delay es einfach trotzdem. Ich kann mich ja sogar noch rumentscheiden, einfach Galeforce kaufen. Aber ich will es ausprobieren. Aber ich brauche Berserkers. Ich fühle mich auch sonst einfach zu schlecht auf der Map unterwegs. Ich will ja invaden, ich will ja. Das ist immer das mit Trunner, ihr habt gegen Tanks nicht wirklich viel Killpressure, aber ihr nehmt einfach Camps weg. Ihr ignoriert den Tank und farmt eure Crux, Enemy Grump, Enemy Blue, Herald, wenn es geht. Das andere ist ja wert für mich. Ja, die Juicy Bananas für deinen Sub und danke auch an Bayshit für deinen Sub. Ich habe den Namen immer falsch ausgesprochen, ich weiß, aber erkannt. Wir müssen Harry contesten.
Warum flash ich das noch? Weil fucking Sion, der Typ ist ja eh so OP. Ja, war ein dummer Reflex. Wenn ich mal den Kill bekommen, der hat sogar Lux geholt, das ist ja so bad für mich. In einem der. Ne, hab ich schon gesagt. Ja, warte, meint. Ja, wir probieren es mal. Mal gucken, wie es sich anfühlt. Auf jeden Fall, die Magic Resist wird nicer noch gegen Cardassault. Mit der wir ja langfristig weiterhin rechnen müssen. Generell, die Bonusresistenzen machen mich ja recht tanky auf Sidelane. Aber ich sehe es einfach nicht mehr als Gale Force. Vor allem, weil ich einfach so wenig im Early Game machen konnte. Jetzt verliere ich sogar zwei Playdings. So bad für mich. Ah, ich weiß, ich werfe. Naja, wir machen die Lux 700 Goldschatz bekommen, auf den Typen bekommen. Wenn ich die Kill bekommen hätte, hätte ich jetzt Heilbreaker fertig und dann wäre es vielleicht insane, weil ich auf der Wave dann einfach alles nehmen könnte. Und mir vielleicht nicht mal ein Plating ohne Herald, also. Klingt halt so bad. Deswegen kaufe ich auf Uga ganz gerne einfach Longsword und dann sofort einfach Heilbreaker, aber hier kaufe ich noch Boots und alles, also. Dauert echt ewig. Du bist halt schon wirklich nervig, der Kartus, ne? Also halt wirklich. Naja, wenn wir jetzt dafür mitten in den Turm bekommen, ist es okay. Wir haben Harold, sollten wir beschwören können. Not bad, not bad. Komplett nutzlos im Vergleich zu anderen Builds. Also honestly, komplett nutzlos. Aber zum aktuellen Punkt würde aber auch ein Galeforce-Build nichts bringen gegen Sion. Sollte ich vielleicht Kraken Slayer einfach gehen und komplett Split-Push und Galeforce ignorieren, dann kann ich halt nie Teamfighten, aber ich bin gut in auf Sideline. Wenigstens ein zweites Bett genommen, bevor es despawnt. Wäre echt zu traurig mit der Landing Phase. Immerhin, das haben wir geschafft. Am Heilbreaker nach Landing Phase quasi fertig. Das ist ja so bad. Aber wenn die Skirmishes ein bisschen besser gelaufen wären, wäre es vielleicht doch insane gewesen, ne? Weil ich dann einfach den 700 Goldschatten kriege oder was auch immer oder irgendein Kill. Dann hätte ich halt Instant Heilbreaker gehabt für Landing Phase. Dann hätte ich vielleicht sogar noch viel mehr als zwei Plätze nehmen können. Alles boring. Into battle. Into battle. Ah, Game sieht komplett fein aus. Starke Lux. Bot nicht so stark. Okay. Haben wir beide Büsche gewartet, ha? Die and be silent. So, dann gehen wir einfach straight. Noch eine Pickaxe. Einfach Full AD-Werte gerade. Pickaxe. Eigentlich sollten wir schon trotzdem Gelfos gehen gegen deren Comp. Da habe ich halt keine Skill-Pressure gegen Sion, ne? Weil der True-Damage von Kraken mit On-the-Damage ist halt schon insane. Ich glaube, man einfach ganz anderen Bild. Ich kann aber mal eine Runde Kraken-Slayer spielen. Soll ich dann vielleicht einfach ein niedriges Item gehen mit Kraken Slayer? Dann hätte ich eigentlich genug Attack Speed von der Mythic Passive, genug Sets von Heilbreaker, genug Crit von Passive plus Dingens.
Dass ich vielleicht sogar IE Second gehen könnte. Und Pang! Glaubst du, sie haben die Andrix? Close, actually. Ah, 30 HP. Reicht aus. Wenn ich jetzt so Topside-zentriert spielen, könnte ich einfach mal Botside den Turm nehmen, wenn ich will. Ja, ich sollte ins Splitbush-Bild gehen. Ich bin jetzt eh committed mit Hullbreaker und ich werde im Teamfall nicht den gleichen Wert haben wie ein wie heißt der Champion? Sion. Ich habe auch noch keine Camps gefarmt. Ich bin eigentlich, das fühlt sich so viel schlechter an als andere Builds bis jetzt. Sollte einfach dann, dass mein Early Game nicht so gut war. Aber halt so spät das Hullbreaker und so spät das Damage an Turret ist schon not that good. Nord bis Ari kommen beide her, ich sollte weg. Immer recht chillige Runde bis jetzt, was also den reinen Tempo des Games angeht. Teams haben gerade erst einen Turm bzw. zwei Turm im Enemy-Team. Ein Drake. Ernsthaft, sind jetzt zu dritt Botzeit? Ahri, Sion und Karthus. Ich bin so used, das. Ich mag das nicht bis jetzt. Also ich fühle mich so schwach. Keine Tech-Speed, kein Movement-Speed. All die Stats, für die man Galeforce liebt. Keine Utility. Galeforce kann ich da easy 1v2, kann ich easy 1v3 einen Kill kriegen, weil Carlos kein Flash hat, weil ich auf ihn raufkomme und actually Movement-Speed habe und actually einen Dash habe. Dafür bin ich mit Hullbreaker Tank hier. Mach mich einfach bad an. Null Damage an Turrets. Naja, wir gehen jetzt Kraken Slayer. Jetzt gehen wir komplett auf neues Item-Build. Gucken, wie sich das anfühlt. Brauche ich überhaupt Armor Pen mit Kraken Slayer? Ich werde so viel Auto-Attacken. Also ich mache sehr viel True Damage. Follow my blade. Leute, der erste Mal, dass ich Damage am Turm machen darf. Hullbreaker, fantastisch. Den werden wir gleich einfach Nash forcen. Kann den Typen nichts anhaben, ich bin einfach nutzlos. Ich meine, man kennt ihn, der ist mehr nützlich als ich, weil er so tanky ist. Mein Team möchte bereits FF'en. Nash is gone. Ich fühle mich so used, das war gleich zu meinen sonstigen Tournament Games. Ich bin so nutzlos, es ist crazy.
So, nutzlos. Follow my blade. Ja, was gehe ich jetzt? Ich bräuchte fast Armor Pen fürs. Ich kann eigentlich nicht. Ich muss jetzt bis halt bleiben, das gesamte Game. Mit diesem Art Item-Bild. Ich habe jetzt immer eine Menge Cannon-Minions, das ist nice. Und der Mythic Passive auch ein bisschen mehr Attack-Speed von dem Quatsch. Vielleicht Phantom Dancer. Lord Dominix, Rildas. Game ist ja basically zu Ende, bevor ich Impact auf Turrets habe. Ist halt so geil. Aber mit Gavos kann ich halt fighten, so bin ich einfach nur nutzlos. Hätte ich doch nicht, dass er TP'en sollte, aber er hat halt Nash. Er muss mich ja trotzdem matchen, der Sion. Weil basically winning team at this point, aber ich bin halt auch echt nicht in der Lage, das zu ändern. Ich kann nicht reinrotieren oder was machen. Ich kann nur auf meiner Side versauern. Mein Team verliert zwar basically auch 4 gegen 4, aber ich bin halt auch useless und kann nicht den Unterschied machen und reinrotieren. Was ich sonst könnte. Da kann ich auch nichts daran ändern. Das ist halt basically ein Flip. Mal sehen, wie viel Damage ich habe. Mike, machst du guten True-Damage? Kann ich wahrscheinlich relativ easy diven, wenn ich ein bisschen Ammo-Panel hätte. Ich habe noch Chaos getötet. Vielleicht, wenn ich gut gequeued hätte und Glück, wenn ich Glück gehabt hätte und gut gequeued hätte, hätte ich vielleicht Chaos auch noch töten können. Ich hätte einfach gehofft, dass ich instant kritte. Aber ja, Worth ist es auf jeden Fall, keine Frage. Aber ja, not sure, was ich jetzt kaufen sollte. Phantom Dancer? Ich habe jetzt Gold dafür. Ich glaube, ich sollte mit dieser Art Bild keine Armor Pen gehen. Weil es einfach nicht notwendig ist. Ich habe so viel True Damage, wenn ich Attack Speed habe. Solange ich Auto-Tanken kann. Ich muss dann auch irgendwann eigentlich andere Champions fighten als den Sion. Weil ich meine, die gehen ja fast Seele, sie haben Nash. Leider haben wir den Top-Turm bekommen. Und Objective-Shutdown oben drauf. Ich hoffe, es sieht niemand hier mich am Catchen. Ich habe keine Ult. Wow. Nicht nur irgendjemand, aber geht schon alle drei. Wer ist Ult in 8, aber das wissen die natürlich nicht. Trotzdem kann ich nicht hinkommen. Das ist sehr bitter. Ey, danke Maxim für den Raid. Willkommen, Mann. Vielen Dank für deinen Raid. Hallo an alle Maxim-Zuschauer. Ich spiele gerade mal einen neuen drin im Bild mit Hallbreaker. Denn ich weiß nicht, ob ihr die League of Legends-Szene gerade verfolgt, liebe Maxim-Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben aktuell eigentlich nur Hallbreaker-Rushers auf Top-Lane und auch im Jungle. Wenn heute gegen Faker hat Kass einfach auf Rek'Sai Hallbreaker gerusht. Alles kauft Hallbreaker. Graves, Riven, Gnar, selbst Jungler mittlerweile. Ich wollte es auf Trinomir auch mal spielen. Es hat sich extrem scheiße angefühlt. Also Galeforce war deutlich besser. Aber es ist halt nur ein Game. Vielleicht lag es einfach schlichtweg an mir. Dass ich Hallbreaker-Turnier nicht so gut spielen kann wie Galeforce Trinomir. Das ist gut möglich, aber auf jeden Fall fühlt sich sehr kacke an. Und yay. Mal gucken, ob ich in Zukunft das noch weiter auf Tryndamere gehen will. Auf Nas wirkt es sehr, sehr stark, Hallbreaker. Auf Graves auch. Auf Tryndamere Riven fühle ich es bis jetzt nicht so sehr. Auf Rek'Sai fühle ich es auch nicht so sehr. Aber das Item ist halt extrem goldeffizient. Eigentlich kauft das alle Welt aktuell. Selbst der Enemy Sion, aber der hat es auch schon vorher gekauft.
Ich hoffe, ihr hattet einen ganz fantastischen Stream. Und chillt noch ein bisschen bis zur LEC. Ich werde auch nur bis zur LEC streamen, also noch so 4 Stunden. Ganz entspannten heute und dann freue ich mich auch auf die LEC nachher. Ja, eigentlich muss ich weiter Silent runterlaufen, denn wir haben keine andere Mitkontrolle mit dieser Art Bild. Ich kann nicht teamfighten. Wird eigentlich Toplane bleiben, weil. Ich meine, sie können auch für Nash spielen, aber es wäre dann Flip für die. Ah, sie wollen wirklich mit für mich spielen. Weil das ist Nash. Ah, ich war sogar nochmal gecancelt. Wenn sie dich lange gecancelt von Leandris. Ob ich das Raven noch was machen kann. Soll wahrscheinlich trotzdem einfach pushen. Spätestens jetzt, wo ich zweimal gecancelt wurde. Ich kriege eine wilde Backdomain-Condition, wer weiß. Ich habe sogar gequeued, aber es hat einfach zu viel Schaden. Ich glaube, es lohnt sich auch wirklich gar nicht zu queuen. Es hat einfach Low-HP bleiben und Full Rage haben. Weil wenn mich eine Karte Skyler trifft, bin ich halt eh immer tot. Es zieht ja nur 300 irgendwas. Karte macht 400, locker mehr als 400 Damage und macht so 500 mit einer Q wahrscheinlich allein. Okay, da werden jetzt auf jeden Fall einfach Seele bekommen und dann ist das Game so gut wie zu Ende. Leider. Mir gefällt es aber nicht, dass ich halt so wenig Utility habe. Ich habe halt sehr viel Attack Speed, ja. Ich habe halt 0 Movement Speed, 0 Dashes quasi von Items. Gale Force Speed hat auch so eine schöne Mythic Passive für Tröner mehr, weil ich einfach an Leuten dranbleiben kann. Aufgrund der Movement Speed Mythic Passive. Von daher, naja. Weil wenn ich Heilbreaker einfach wirklich straight kaufe, ich könnte auch einfach Longsword starten, gar keine Boots kaufen und Heilbreaker sehr, sehr früh haben. Ich glaube, in der LCK gab es ein Game, da hatten Graves einfach in der 7. Minute, also 37, 8. Minute, hat er dir einfach Heilbreaker fertig. Ist halt so OP, wenn du es so früh hast. Weil ich hatte es halt echt spät. Und dann ist es sehr, sehr nutzlos. Also halt wirklich sehr, sehr nutzlos. Das ist nur, dass es mich da nicht getroffen hat. Normalerweise trifft er bei der Hitbox eigentlich immer den Champion, den er auswählen möchte. Danke dir, Mad Max, für deinen Sub. Willkommen. Danke dir, Mann. Wahrscheinlich hätte ich trotzdem Navoris kaufen sollen statt Phantom Dancer. Wenn wir den Nash stehen, können wir gewinnen. Ich meine, der wildeste Mikrodition hat beinahe sogar funktioniert. Die Gegner haben es 50-50. Ah, war schade, war ein guter Versuch. He tried. Ich sollte einfach versuchen, beim Rap auf Cards zu töten, aber der ist schon da, der hat Nash reset. Ja, wir gehen am Seele und Nash obendrauf. We cannot stop them, can we? Da habe ich wieder Ghost. Damit kann man auf jeden Fall leichter teamfighten als ohne Ghost, aber mit 3 verlorenen Inips.
ist tot. Hilfe! Einmal ein paar Leute gekillt, wenn wir jetzt die Base halten können. Es ist nur noch Sion mit seinem Heilbreaker Nash Buff auf Minions. Das heißt, er kann, er ist eigentlich eine Ein-Mann-Armee hier. Die Minions tun gerade die Lux und sie ist einfach tot an keine Minions. Und BAM! Oh, sie hat Shield, aber. Das sind halt nur mal Minions. Die geheilbreakten Cannon und Super Minions. Das ist so OP mit Nash, ne? Du kannst einfach nicht aufhalten. Heilbreaker is this shit. Aber ja, ich meine, er hat doch Seelen und alles. Man ist halt so tanky. Warum sind halt die Minions tanky? Das, darum ist es eigentlich noch schlimmer als er. Also geil. Ja, es gibt halt einige Heilbreaker Champions, die sind ganz, ganz nice und andere vielleicht nicht ganz so sehr, ha? GG's. Ja, habe ich nicht gefühlt auf drin, aber wird auch im Game liegen. Vielleicht soll ich einfach, einfach direkt Heilbreaker kaufen, keine Boots kaufen, Longsword starten. Longsword 3 Pots into Heilbreaker straight, keine Berserker Greaves einlegen. Und dann ist es vielleicht einfach viel besser, aber sonst würde ich lieber mich für GFOS entscheiden. Er ist legit gut für Sion gewesen, dass seine Teammates gestorben sind, ne? Weil er dadurch dann alleine war und alles buffen durfte. Davor waren die Superminions weit leichter zu töten. Einfach geil. Einfach tot und sein ganzes Team tot, also ist der Nexus sein. Heilbreaker schon wilde Seite, Mann.